Dein Vater hat Robert verstoßen. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Er hat die ganzen Vermögensanteile Alexander gegeben und der hat sie natürlich schön brav eingesteckt. Hat das wirklich gemacht? Mit Robert ist nicht mehr zu reden. Ich habe es gerade noch mal versucht. Ja. Der verdreht mir jedes Wort im Mund. Ich gib's auf. Ich komme auch nicht mehr an ihn ran. Du musst damit rechnen, dass er kündigt. Was? Robert bleibt im Fürstenhof. Aber unter einer Bedingung. Mein Bruder stellt eine Bedingung. Robert will, dass Maxim Geschäftsführer im Fürstenhof wird, neben dir. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Through the rainbow colored night. Stay. Stay. Maxim soll was werden? Geschäftsführer. Soll ich es dir buchstabieren? Das ist einer, der die Geschäfte führt. Und nicht schleifen lässt, so wie du. Er soll die gleiche Entscheidungsbefugnis haben wie ich. So ist es. Entschuldige, dein Sohn hat überhaupt keine Erfahrung. Das würde ihn maßlos überfordern. Wenn mich der Job überfordern würde, würde ich ihn doch nicht annehmen, Alexander. Maxim ist kein Hotelier, das weißt du selbst. Ach, immerhin ist es ihm im Gegensatz zu dir gelungen, Robert zu halten. Du hättest ihn gehen lassen. Das ist grob fahrlässig. Und unprofessionell. Nur weil du mit Robert nicht klarkommst, kannst du doch nicht das Kapital des Fürstenhofs aufs Spiel setzen. Moment. Wer sich solche Fehler leistet, kann unmöglich das Hotel alleine führen. Eure Anschuldigungen sind völlig übertrieben und falsch. Wollt ihr Robert gehen, ja oder nein? Ja, nein. Na, also siehst du, bitteschön, du hast einfach den Blick für das Wesentliche verloren. Robert Saalfeld ist für das Renommee des Hauses unverzichtbar. Das Renommee dieses Hauses braucht professionelle Arbeit. Du bist ein Laie. Ja, ob Laie hin oder her, ihr werdet zusammenarbeiten müssen. Nein, kommt nicht in Frage. Ja, dann musst du kündigen. Wenigstens die Fassade muss glänzen. Kopfweh? Mm-mm. Der Wein war hervorragend. So einer macht keinen Kater. Wissen Sie, was so eine Flasche kostet, die Sie da getestet haben? Nein. Über 50 Euro. Wow. Dann hat sich die Aktion ja wenigstens gelohnt. Sie waren ja schnell verschwunden, als uns Herr Hoffmann erwischt hat. Ich wollte nicht stören. Ein wenig mehr Solidarität hätte ich von Ihnen schon erwartet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich braucht. Sie haben schon Feierabend? Ach, Herr Saalfeld Junior hat mich auf die Straße gesetzt. Ich bin für das Hotel nicht mehr tragbar. Aber warum denn? Naja, ich dachte, es ist jammerschade um den angebrochenen Wein und dann bin ich auf der Massageliege eingeschlafen. Blöderweise war es er, der mich geweckt hat. Dann sind Sie meinetwegen gefeuert worden, nur weil Sie mir bei den Präsentkörben helfen wollten. Ich gehe sofort zu Herrn Saalfeld und nehme alle Schuld auf mich. Er muss die Kündigung unbedingt rückgängig machen. Stopp. Was passiert ist, ist passiert. Jetzt muss man sich nicht ärgern, sondern einfach nach vorne schauen. Hallo. Sag mal, hast du zufällig meine Uhr gesehen? Was ist denn hier los? Mama, du bist doch jetzt nicht etwa gekündigt. Aber so ist das Leben. Reicht das Leben dir eine Zitrone? Mach Limonade draus. Jesus. Das Glück, ich bin kein Laternenfall. Warum bist du so verwirrt? Bin ich verwirrt? Ich bin am Ende. Oh Gott. Warum denn? Die liebe Familie. Magst du dich setzen? Mhm. Mal wieder. Ja. Wer denn diesmal? Robert. Ah. Ja. Hat er sich gerecht? Wegen der Anteile? Kann man wohl sagen. Und dich zum Duell gefordert? Und angeschossen. Wo bist du verletzt? Robert verlangt, dass Maxim zweiter Geschäftsführer wird. Oh. Neben mir. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass Maxim was plant. Robert nutzt er nur aus.
Und Inge will die Forderung unbedingt durchsetzen. Ich verstehe den Robert nicht, echt. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt er bei Maxim eine Form von Anerkennung, die er bei euch nicht gekriegt hat. Das ist doch Quatsch, ich habe ihn immer geschätzt. Ja, aber du hast dich für Werner entschieden und gegen ihn. Damit hast du ihm wehgetan. Und Maxim hat ihm jetzt gerade klargemacht, was er hier für eine Machtposition hat als Sternekoch. Robert will mir eins auswischen, das ist vollkommen in Ordnung, das weiß ich, aber das geht gegen das Hotel. Maxim als Geschäftsführer, das ist vollkommen lächerlich. Ja, das ist wirklich lächerlich. Wenn der hier das Regiment übernimmt, dann sind wir in 3 Monaten pleite, höchstens 4. Boah, ich könnte den Kerl erwürgen. Also Robert, Maxim auch, Inge sowieso. Da bedeutet ihr beiden euch doch so viel. Ja, aber gerade wenn man liebt, dann ist es ja alles so schwierig. Ich hau ab. Ich knöpfe den Kerl mal vor. Danke dir. Wo waren Sie so lange? Ich musste eine Stunde warten. Für die Salatköpfe? Haben Sie den Pflanzen beim Wachsen zugesehen? Ab! Mein lieber Bruder. Ich glaub das nicht, was Inge und Maxim gerade gesagt haben. Wie ich sehe, hat dich meine Botschaft erreicht. Wie kannst du dich verbünden mit diesem aufgeblasenen Deppen? Vorsicht, Vorsicht. Maxim ist dein Schwager. Aber er hat leider von Geschäftsführung keine Ahnung. Ich plane für nächste Woche übrigens einen Themenabend. Schweiz. Mein Menüplan ist schon fertig. Wunderbar, aber dein Menüplan interessiert mich im Moment nicht. Das war schon immer so. Aber ich finde es gut, dass die neue Geschäftsleitung mehr Interesse für meine Vorstellungen zeigt. Du fällst deinem eigenen Bruder in den Rücken? Das sagst ausgerechnet du? Wer war es denn, der seinen eigenen Bruder kalt lächelnd ausgebotet hat? Robert, ich hab dir doch angeboten, dir die Anteile zurückzugeben. Du wolltest sie nicht. Du warst mir kommen die Tränen. Du weißt, dass du dir damit schadest und dem Hotel und der Familie. Du versteckst dich hinter der Familie? Du willst, dass ich mich dir gegenüber solidarisch verhalte? Ja, verdammt nochmal. Aber nur, weil es an dein Eingemachtes geht. Warum sollte ich das tun? Das Leben ist keine Einbahnstraße. Stimmt. Aber manchmal eine Sackgasse. Die hätte ich fast vergessen hier. Sag mal, Mama, wie geht's denn jetzt weiter? Immer Schrittchen für Schrittchen. Und die teure Wohnung? Na, wie sollen Lara und ich das zahlen, wenn du ausfällst? Wer sagt denn, dass ich ausfall? Hast du einen neuen Job? Noch nicht, Engelchen. Klasse. In die Dachkammer können wir ja nicht zurück, da ist ja Xaver drin. Ach, komm, nicht schon wieder Sorgen machen. Wie heißt es so schön? Seht die Vögel im Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und unser Vater im Himmel versorgt sie doch. Ach, hast du Pech gehabt? Du hast einen Vogel, aber du bist kein Vogel. Ach komm, nicht wieder ärgern. Es macht Falten. Oh mein Gott, warum muss denn ich so eine Mutter haben? Bitte. Ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. Engelchen, ich bin doch immer für dich da. Ja, immer wenn du da bist, gibt's Ärger. Sag mal, hast du einmal im Leben schon mal was konsequent durchgezogen? Ja, natürlich, sogar sehr konsequent. Aha, und was bitteschön? Den ständigen Wechsel. Und deshalb mach dir nicht dauernd unnötige Gedanken. Ich habe Übung da drin und ich falle immer wieder auf die Füße, Schatz. Toll, toll. Was hast du eigentlich davon? Was bringt dir das, wenn Maxim hier Geschäftsführer ist? Hat er dir was versprochen? Wenn ihr holt dir den roten Teppich aus das jeden hat er Tag gar nicht in die nötig. Küche. Maxim macht eine ganz einfache Sache richtig. Er behandelt mich fair. Ganz im Gegensatz zu dir und Vater. Oh, mein lieber Bruder, du bist eine Mimose, weißt du das? Er wird mich bei allen künftigen Entscheidungen um Rat fragen. Das war dir doch immer egal, wie das Hotel geführt wird. Falsch. Ihr habt es nur nicht für nötig empfunden, meine Meinung zu wissen. Zum Beispiel der Familienrat, ja? Wie oft haben wir auf dich gewartet und du bist nicht gekommen? Weil ich Überstunden in der Küche geschoben habe. Aber euch war das ja egal. Für euch bin ich ja nur der Töpfe-Kasper. Hör dir mal deinen Bruder an, ja? Nur weil Maxim sein Ego pinselt, lässt er das Hotel hier vor die Hunde gehen. Dein lieber Bruder verträgt die Konkurrenz nicht. Deswegen lässt er kein gutes Haar an Maxim. Das ist doch Quatsch. Das hat mit mangelnder Kompetenz zu tun. Alexander der Große teilt seine Regentschaft nicht gerne, was? Aber mit dieser Selbstherrlichkeit muss jetzt endlich Schluss sein. Ein für alle Mal. Ich denke, Vater, er hatte recht, mit dem Mann kannst du nicht arbeiten. Der ist unzurechnungsfähig. Bravo, bravo für diese Vorstellung. Ruhe jetzt!
Mann, wenn ihr so weitermacht, geht das Hotel wirklich im Bach runter. Da, hör auf deine Schwester. Hey. Na, wie sehe ich aus? Max, Entschuldigung. Ja. Könntest du das bitte auf mein Zimmer bringen? Das selbstverständlich. Okay? Schlicht, elegant. Also der Anzug ist gut. Ja? Der Typ, der ihn trägt, kann man den umtauschen? Jetzt mal nicht frech werden, ja, sonst gibt's Hausverbot. Ach, spricht dir der neue Geschäftsführer, ja? Sieht man doch. Glaubst du nicht, ein neuer Anzug macht aus dir mal so schnell einen Geschäftsmann? Dieser neue Anzug, der spiegelt lediglich meine neue innere Einstellung wieder. Ach so. Und die ist plötzlich seriös, geschäftstüchtig und verantwortungsvoll. Jetzt mal ehrlich, wenn Mama zurück nach Afrika fliegt, dann muss sich doch irgendjemand um die Interessen der Familie Klinker-Empen kümmern. Und das werde nun mal ich sein. Also ich glaub dir kein Wort, Maxim. Die Post bitte. Warte, Herr. Noch vor einem Monat hättest du recht gehabt. Das weiß ich. Bitte schön. Danke. Es wäre auch schlimm, wenn du Mama schon wieder enttäuschen würdest. Ich will Mama nicht schon wieder enttäuschen und dich erst recht nicht. Ach so? Es bricht eine neue Ära an. Ich verspreche es dir. Und woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? Ja, jünger werde ich auch nicht und dauernd Party machen ist irgendwie langweilig. Also wenn du es wirklich ernst meinst, dann freue ich mich für dich. Ich helfe dir, wo ich kann, das verspreche ich dir. Ja, ich hätte auch schon was. Weißt du, dein Mann, der war jetzt nicht sonderlich begeistert von der Idee, mit mir zusammenzuarbeiten. Weißt du, du könntest da vielleicht mal ein gutes Wort für mich einlegen? Es wird bestimmt nicht einfach, aber ich probier's. Dankeschön. Und jetzt habe ich ein Hotel zu führen. Bis dann. Ja. Robert baut Mist. Und ich dachte, er baut Mist, wenn ich ihm die Anteile gebe. Deshalb habe ich es ihm verweigert. Und ich habe die Anteile von Vater übernommen, weil ich mich dem Hotel verpflichtet fühlte. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Das kommt davon, wenn man es gut meint. Was machen wir jetzt, Mutter? Nichts. Inge besitzt die Mehrheit. Aber ihr versteht euch doch, oder? Ja. Aber über Maxim kann man mit ihr nicht reden. Sie ist vernarrt in ihn. Ich hätte nie gedacht, dass sie so blind ist, ihn als Geschäftsführer einzusetzen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich mit dem jemals zusammenarbeiten kann. Vielleicht hat er sich doch verändert. Maxim, schau ihn dir mal an, wie er sich benimmt. Der niemals. Aber er ist Katharinas Bruder. Über sie kannst du vielleicht... Mutter. Nein. Das Beste wird wohl sein, ich gehe weg, ich suche mir eine neue Stelle. Katharina geht mit mir überall hin, das weiß ich. Alexander, das darfst du nicht. Hier ist alles durcheinander geraten. Dein Vater hat hier nichts mehr zu sagen. Ja, weil du ihm nicht mehr vertraust. Robert ist unberechenbar. Wer soll denn das Chaos ordnen? Maxim? Alexander, bitte. Wenn du jetzt gehst, dann fürchte ich, haben wir den Fürstenhof. Das Haus meiner Eltern für immer verloren. Ich brauche doch wenigstens einen, auf den ich mich verlassen kann. Maxim ist ein hinterhältiger Kotzebrocken. Kennst du ihn näher? Muss ich gar nicht. Ich habe mitgekriegt, wie er Tanja behandelt hat. Das reicht. Maxim spielt mit den Frauen. Aber das wissen alle, die sich auf ihn einlassen. Maxim lässt die Menschen, die er nicht mehr gebrauchen kann, eiskalt fallen. Jetzt gerade hat er dich vor seinen Karren gespannt. Er achtet mich und meine Arbeit. Aber merkst du nicht, dass er versucht, dich gegen Alexander auszuspielen? Glaub mir, das kann Vater sehr viel besser. Er nutzt seine Machtposition hier schamlos aus. Das ist ganz sicher. Damit willst du das Dessert dekorieren? Du warst auch schon mal einfallsreicher. Ich weiß nicht, warum er hier auf einmal einen auf Geschäftsführer macht. Aber bestimmt nicht, weil er Lust hat zu arbeiten. Willst du dich nicht um den Nachtisch kümmern oder sollen meine Gäste deinetwegen warten? Maxim plant eine Intrige. Du bist doof genug, dich dafür benutzen zu lassen. Du vor lauter Wut auf Alexander bereit bist, alles zu tun. Ah, Alexander. Natürlich hältst du zu ihm.
War auch nicht anders zu erwarten. Ich habe einfach Angst, dass Maxim dem Hotel und der Familie schaden will. Das brauchst du aber nicht. Ich habe alles im Griff. Ich bin über all seine Pläne informiert. Entspann dich, Schwesterchen. Ja, bis dahin haben sie ihr Geld auf jeden Fall. Garantiert. Ich bin ab sofort Geschäftsführer des Hotels Fürstenhof. Doch, den gibt's noch. Ich teile mir den Posten. Aber ich habe natürlich volle Verfügungsgewalt. Was machst du hier? Ich rufe da noch mal an, ja? Ciao. Was hast du hier im Büro verloren? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Was machst du denn hier? Hat dir deine Mutter keine Manier beigebracht? Werner, in meinem Büro kann ich machen, was ich will, okay? Ich habe mich wohl verhört, oder? Wenn du jetzt bitte gehen würdest, ich habe noch ein paar wichtige Telefonate zu erledigen. Also wenn ihr ein Ergebnis zulässt, mein Junge, ja? Und zwar plötzlich. Oder soll ich Alfons zu Hilfe holen? Das wäre bestimmt ganz spannend, aber irgendwie auch tragisch. Weil dann müsste ich Alfons leider feuern lassen. Bleib auf dem Boden, ja? Das ist immer noch Sache der Hotelleitung. Ja genau, die Hotelleitung bin ich. Werner, deine Zeit ist abgelaufen. Das hat dir noch keiner gesagt. Es tut mir leid, aber das ist nun wirklich nicht mein Problem. Halt den Mund, verdammt nochmal. Ich würde mich so freuen, wenn ich Robert gerade sehen könnte. Tust nicht, du. Werner! Ich habe überhaupt keine Zeit für sowas gerade. Geh. Klicke M. Ja, hallo. Was? Alexander hat Viola gekündigt? Warum denn das? Sie ist auf der Massageliege eingeschlafen. Na, sowas darf natürlich nicht passieren. Ich weiß, wenn da ein Gast kommt. Die bezahlen für den perfekten Service. Und wenn die Masseurin erst wecken müssen? Aber wie ich Viola kenne, ist sie dann gleich wieder fit und munter. Natürlich. Warum hat Alexander ihr keine zweite Chance gegeben? Die ist doch auch nur ein Mensch. Frau Lieberts und ich haben eine Weinprobe abgehalten. Wo, wann, wie? Im Weinkeller des Fürstenhofs. Was hast du da verloren? Ich musste doch Wein für das Firmenjubiläum aussuchen. Und Frau Lieberts hat mir dabei geholfen und wohl ein bisschen viel probiert. Die war betrunken? Angetrunken. Und dann ist sie in den Wellnessbereich gegangen. Und dort auf der Liege eingeschlafen. Jetzt verstehe ich das. Sag mal, hattest du etwa auch zu viel? Natürlich nicht. Ja, weiß Alexander, dass du dabei warst? Frau Lieberts hat mich nicht verraten. Und jetzt hat sie meinetwegen ihren Job verloren. Mama, was mache ich denn jetzt? Das ist eine blöde Sache. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Maxim als Geschäftsführer werden wir nicht verhindern. Deshalb müssen wir den Schaden begrenzen. Mir stellen sich schon die Nackenhaare auf, wenn ich nur an den Schnösel denke. Da müssen wir durch. Schon weil Maxim der Bruder deiner Frau ist. Sonst hast du auch noch Krieg im Ehebett. Ja. Katharina himmelt ihren Bruder an. Deshalb brauchst du jetzt eine Strategie. Kannst du deinen Feind nicht umgehen? Mach ihn dir zum Verbündeten. Das sagst du so leicht. Beziehe ihn alle deine Entscheidungen ein. Schütt ihn mit Aufgaben voll. Dann wirft er von alleine das Handtuch. Entschuldigt, dass ich hier so reinplatze. Aber Maxim sitzt unten im Büro und führt sich auf wie der Chef des Hauses. Also mit einer Arroganz, die ist unbeschreiblich. Deine Zeit ist abgelaufen, Werner. Was fällt diesem Schnösel ein? Ich werde Inge... Gar nichts wirst du, lieber Werner. Inge hat Maxim als zweiten Geschäftsführer eingesetzt, neben mir. Auf Wunsch von Robert, der sonst gegangen wäre. Warum fällt uns Robert so in den Rücken? Diese Frage kannst du dir sicher selbst beantworten. Du darfst diesen Möchtegern-Manager auf keinen Fall das Feld kampflos überlassen. Wenn du meine Hilfe brauchst... Danke, danke. Ich denke, ohne dich bin ich echt besser dran. Du wolltest, dass ich meine Anteile abtrete. Jetzt siehst du... Kannst du dich vielleicht erinnern, wer uns das alles eingebrockt hat? Hast du schon vergessen, dass du mich mit Cora betrogen hast? Dieser Mörderin und Intrigantin? Hättest du mein Vertrauen nicht so missbraucht? Ja, dann wäre alles nicht so gekommen. Du hast alles zerstört, nicht ich. Danke. Gemeinsam werden wir hier alles neu gestalten.
Auf uns. Auf uns und auf frischen Wind in diesen verstaubten Gemäuern. Ich habe auch schon einige Ideen. Wir kreieren musikalische Menüs. Ouvertüre, erster Akt, Zwischenspiel, zweiter Akt, Zwischenspiel, dritter Akt, Finale. Und dazu führen wir Opern auf. Das wird sensationell. Und zwar mit richtigen Sängern und Sängerinnen, mit Musikern, mit Kerzen. Am besten im Westflügel drüben. Ich sehe so die Schlagzeile vor mir. Unvergessliches Gourmet-Erlebnis im Fürstenhof. Eine Nacht in Venedig. Aha. Ouvertüre mit gefüllter Fenchelknolle, gratiniert mit Tomaten-Chili-Soße. Das wird bombastisch. Ihr braucht nur ein bisschen Vorlauf dafür. Das heißt, wir machen erstmal weiter mit deinen Themenabenden. Norwegen, Schweiz und so weiter, du weißt schon, ja? Gut. Du lässt den blauen Salon und den Garten dekorieren. Und ich sorge dafür, dass die Gäste die Länder quasi auf dem Teller serviert bekommen. Garantierter Erfolg. Aber was ist, wenn Alexander nicht zustimmt? Der lehnt unsere Ideen aus Prinzip schon ab. Ach, der muss sich einfach daran gewöhnen, dass es jetzt hier einen zweiten Häuptling gibt, mein Gott. Und wenn nicht? Dann übergehen wir ihn einfach. Alles bricht auseinander. Ich kann beide verstehen und keinem helfen. Robert glaubt, ich halte nur zu Alexander, aber das stimmt nicht. Aber ich will Alexander nicht auch noch als Bruder verlieren, wenn er schon nicht meine große Liebe sein darf. Hallo. Tja, wie kommen wir denn aus der Sackgasse mit Robert wieder raus? Keine Ahnung. Früher haben wir uns immer geprügelt. Das war das Einfachste. Einmal habe ich ihm die Nase gebrochen. Zum Glück sieht man das heute nicht mehr. Oh Gott, das hat er dir niemals verziehen, oder? Kein Problem, er hat mir dafür den kleinen Finger gebrochen. Okay, gut. Unglaublich, wie brutal ihr miteinander wart. Naja, wir haben uns immer wieder versöhnt. Naja, das lässt doch hoffen. Wir sind zwar keine kleinen Kinder mehr, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass eines bleibt. Dass wir zusammenhalten. Jetzt lässt mich dieser Idiot ins offene Messer laufen. Ich kann es nicht glauben. Irgendwas ist zerbrochen in mir drin. Diesmal ist er zu weit gegangen. Ja. Ich habe mir sogar ernsthaft überlegt, wegzugehen. Alexander, sag sowas nicht. Ich weiß, das kann ich Mutter nicht antun und ich werde es nicht tun. Aber ich kriege Bauchschmerzen, wenn ich Robert nur sehe. Wenigstens kann ich mit dir drüber reden. Ist doch selbstverständlich. Ja, und deine Frau, steht sie zu dir? Naja, sie ist Maxims Schwester. Ja, ich will sie da nicht mit reinziehen. Ich will nicht, dass sie zwischen den Stühlen steht. Ja. Wenn ich ihr sage, was ich von Maxim halte, dann... Du kannst nicht in allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Oh Gott, dieser Robert macht mich fertig, ey. Robert ist mindestens genauso verletzt wie du. Also was Werner ihm angetan hat, ja, und was du zugelassen hast, das war einfach unter der Gürtellinie. Ihr habt ihn ja völlig ins Abseits gestellt. Ja, im Prinzip handelt er nur in Notwehr. Nein, das ist eine blöde Idee. Ich mach doch keinen Kochkurs für Yuppies. Aber Robert, wieso denn nicht? Die haben so viel Kohle, die wissen gar nicht, wohin damit. Und du gibst ihnen das Gefühl, dass sie plötzlich von heute auf morgen ein Fünf-Sterne-Menü kochen können. Ich mach mich doch nicht zum Clown für einen Zahnarzt aus Memmingen und einen Anwalt aus München. Ich bin Künstler. Ja, natürlich bist du Künstler. Aber ein Künstler braucht die Bühne. Außerdem verrate ich nicht meine exklusiven Kochgeheimnisse. Das verlangt doch überhaupt niemand von dir. Deine Geheimnisse bleiben selbstverständlich deine Geheimnisse. Aber du kannst ihnen doch wenigstens einen kleinen, kurzen Einblick in deine hohe Kunst geben. Ach, das sind doch Banausen. Das ist wie Perlen vor die Säue geworfen. Ganz so schlimm sind sie auch wieder nicht. Außerdem müsste ich ganz von vorne beginnen. Meine Einführung in die Kochwerkzeuge. Wie gehe ich richtig mit dem Messer um? Wie bräune ich die Zwiebel? Ja, genau so stelle ich mir das ja auch vor. Du verrätst ihnen nur ein paar simple Tricks. Und dann streust du hin und wieder ein Glanzlicht ein. Damit der Star-Anwalt seine Geliebte beeindrucken kann. Mit einem selbstgebackenen Trüffelsoufflé. Zum Dankeschön, da putzt ihm dann die Küche oder so. Ich bin für so einen Zirkus nicht geschaffen. Außerdem bin ich ungenießbar, wenn ich koche. Frag meine Mitarbeiter. Da muss ich dich nicht fragen, das weiß ich auch so. Aber du bist das Aushängeschild des Fürstenhofes. Und damit das auch der Letzte merkt, brauchst du Publicity, verstehst du? Mann, jetzt reiß dich zusammen. Ein paar Wochen, dann hast du sie. Und du meinst, diese Hobbyköche helfen mir dabei? Solange sie reich und berühmt sind, auf jeden Fall. Und glaube mir, dafür werde ich sorgen. Na, was ist? Na gut. Okay, ich mach bei diesem Zirkus mit. Das ist nicht bereuen.
Das hoffe ich. Was tut Maxim, dass er Robert so um den kleinen Finger wickeln kann? Robert bekommt bei Maxim, was er bei euch immer vermisst. Du meinst Anerkennung? Dazu ist dieser egoistische Hohlkopf doch gar nicht fähig. Bei dir hat er es ja auch nicht versucht. Ich hätte nicht gedacht, dass Robert die Bauchpinseleien dieses Intriganten nötig hat. Echt. Robert will nur, dass seine Familie ihm wieder die Hand reicht. Ja, damit er sie wieder ausschlagen kann. Meine Güte, wir sind doch hier nicht im Kindergarten. Hier steht ein ganzes Unternehmen auf dem Spiel. Und warum benehmt ihr euch dann, als würdet ihr im Sandkasten sitzen und haut euch gegenseitig mit der Schaufel auf den Kopf? Mann, ich will doch nur nicht, dass du Robert abschreibst. Er ist immer noch dein Bruder. Maxim, der wird sowieso in 2 Wochen den Kopf einziehen, wenn er merkt, wie viel Arbeit das hier ist. So einfach ist es leider nicht. Es ist schon zu viel kaputt gegangen. Bitte bemühe dich trotzdem um Robert. Wenn du es nicht für ihn machst, mach's für mich. Herr Seifeld. Ja, Hildegard? Möchten Sie einen Apfel? Die sind ganz besonders süß und knackig. Sie wollen mich sicher nicht verführen. Aber wenn Sie ein Anliegen haben, ja, das hab dann ich. Wenden Sie sich bitte an... Also es geht mich ja nichts an, aber ich finde es nicht richtig, dass Ihr Sohn unsere neue Masseurin so einfach vor die Tür gesetzt hat. Ich kenne die Dame nicht. Das ist Viola Lieberts, die Mutter von der Tanja. Die hat überhaupt nichts gemacht. Einen klitzekleinen Fehler. Kleine Fehler haben auf große Auswirkungen. Aber es ist nichts passiert. Es ist überhaupt niemand zu Schaden gekommen. Ich wollte Sie einfach mal um Ihren Rat bitten. Ich meine, Sie sind ja hier der eigentliche Chef. Und Sie wissen auch, dass ich mich immer für das Wohl des Hauses eingesetzt habe. Es wäre wirklich ein großer Verlust, wenn Viola Lieberts das Haus verlassen müsste. Vielleicht können Sie Ihren Sohn umstimmen? Mal Ihren Einfluss geltend machen, Ihre Autorität. Also auf Sie hört er doch. Ich habe Ihnen doch gesagt, wenn Sie gefälligst an meinen Sohn. So, hiermit kannst du dir gleich einen groben Überblick über die Abläufe im Fürstenhof verschaffen. Die Zimmer und die Suiten. Die Lieferanten wirst du dich mit Robert besprechen müssen. Wie auch hier mit der Küche. Dann hätten wir die Computer- und Telefonanlagen nicht ganz so wichtig für dich. Die Wäscherei auch nicht. Ah, hier, ganz wichtig, die Verträge mit den Angestellten. Sofort mal reinschauen. Der Empfang. Und zu guter Letzt hätten wir noch das Restaurant. So. Ach, und hier ist auch einer. Genau. Die Gartenanlage im Westflügel. Ganz wichtig, sollte man sich sofort drum kümmern. Kannst du gleich mit anfangen? Wunderbar. Ehrlich gestanden interessieren mich am meisten die betrieblichen Zahlen. Ich finde, als Geschäftsführer sollte ich wissen, wo der Fürstenhof finanziell steht. Kein Problem, mache ich gleich einen Termin mit unserer Bank und mit dem Steuerberater für nächste Woche. Nächste Woche? Ja. Warum denn nächste Woche? Ich hätte diese Einarbeitungsgeschichte wirklich gerne hinter mir. Ach so, du meinst, damit du möglichst schnell ans Geld kommst. Als Geschäftsführer habe ich ja wohl ein Recht auf Einsicht in die Bücher. Oder hast du was zu verbergen? Selbstverständlich, ich nicht, nein. Dann steht doch einer konstruktiven Zusammenarbeit nichts im Wege, richtig? Du, an mir soll es nicht liegen, Maxim. Wir haben morgen einen Termin beim Bürgermeister. Es geht um den Golfplatz. Hier irgendwo. Ja, hier ist der Ordner. Durchlesen. Sag mal, nur so nebenbei, wie steht's denn mit meinem ersten Gehaltscheck? Ja, erst sollte mal dein Vertrag geschrieben und unterschrieben werden. Ja, dann finde ich, sollten wir uns möglichst schnell um diese unglaublich wichtige Angelegenheit kümmern. Vielleicht gibt dir deine Mutter ja einen Vorschuss. Ob sie sich mir zuliebe versöhnen? Alexander denkt bestimmt darüber nach. Er war so traurig. Seine Familie ist ihm so wichtig und auf einmal will keiner mehr mit dem anderen was zu tun haben. Es tut so weh. Wenn ich ihm nur helfen könnte. Wie
wie sich unsere Hände berührt haben. Mich durchfährt das jedes Mal. Stellt sich einfach nicht ein, dieses Geschwistergefühl. Ich liebe ihn so sehr, so sehr. Nur lauter Leute mit Zeitungen. Magst du auch einen Teil? Na. Also, was die Herrschaften sich da einbilden. Da bist du nun seit Jahrzehnten treu zu Diensten und wenn du mal einen Wunsch hast, wirst du angefahren. Und wie? Vielleicht war es einfach nur der falsche Zeitpunkt. Es gibt Augenblicke am Tag, da will man seine Ruhe. Ja. Aber der Chef kümmert sich doch überhaupt nicht mehr um den Fürstenhof. Ja, der hat momentan nur Charlotte im Kopf. Aber ob die ihm das mit Cora jemals verzeihen kann, ich. Als Chef versagt er völlig. Der war früher ganz anders. Sag einmal, hast du das nicht mitgekriegt? Werner Saalfeld hat im Fürstenhof nichts mehr zu sagen. Was? Ja, wie ist denn das möglich? Ja, nach dem Skandal hat er seine Firmenanteile auf Alexander überschrieben. Herr Mai, jetzt verstehe ich das endlich. Ach du liebe Zeit, Hildegard Sonnbichler voll im Fettnapf. Ja, und Alexander ist nicht mehr alleiniger Geschäftsführer, sondern hat Herrn Klinker Emden als Partner. Nee, den Herr Lothri, also von dem lasse ich mir gar nichts sagen. Ich weiß auch nicht, wie Alexander das verkraftet. Jetzt bräuchte er einen Vater an seiner Seite. Weißt du, was du bräuchst? Hm? Einen schönen Schweinsbraten. Und das soll mich trösten. Ein bisschen. Soll ich dir einen machen heute Abend? Mit Knödel und Gurkensalat. Mhm. Mit Knödel und Gurkensalat. Sag einmal, was wolltest du eigentlich vom Senior? Das ist jetzt auch egal. Für die Buchungen haben wir ein bewährtes System. Wie viele bewährte Systeme habt ihr denn noch? Mein Vater und ich haben immer darauf geachtet, dass wir die Fixkosten mit Stammgästen gedeckt kriegen. Mhm. Das heißt, wir haben eine feste Anzahl von Übernachtungen pro Jahr, die wir sicher in die Kalkulation mit einbeziehen können. Gut, okay. Und den rosa Elefanten lassen wir dann auf dem Springbrunnen tanzen. Ja. Hallo. Was ist denn? Sag mal, Maxim, du scheinst dich ja brennend zu interessieren für die Betriebsführung. Ja, du trägst es ja auch sehr brennend interessant vor. Also, ich wiederhole. Wir versuchen, die Fixkosten mit Stammgästen zu decken. Und jede weitere Buchung ist dann ein Gewinn für das Hotel. Moment mal, lese ich das richtig hier? Stammgäste bekommen bei uns im Haus 10% Rabatt, ja? Ja, richtig. Das ist der Treuebonus. Ja, aber wieso denn? Es sind doch Stammgäste. Die haben doch die meiste Kohle. Entschuldige, Maxi. Der Treuebonus sorgt dafür, dass sie jedes Jahr wiederkommen. Die sollen sich hier gut, die sollen sich hier bevorzugt behandelt fühlen. Aber Alexander, so macht man doch keine Geschäfte. Ach, genau so macht man Geschäfte. Robert und ich sehen das ein bisschen anders. Wir haben da ganz andere Ideen. Ich bitte dich. Maxi, wie wär's, wenn du erst mal zuhörst und nachher mit eigenen Ideen kommst? Bitte, ich wollte dich nur informieren. Gut. Machen wir weiter? Gerne. Also. Zum Treuebonus. Die Bea hat einen komplizierten Schulterbruch und jetzt haben wir niemanden für die Wäsche. Na, der fehlt aber auch immer was. Das hat sie doch nicht absichtlich gemacht. Ein Freund von mir ist das auch mal passiert, der ist monatelang ausgefallen. Ja, das sind ja erfreuliche Aussichten. Und wo sollen wir jetzt so schnell jemand anderen herkriegen? Naja, für heute reicht's ja noch. Aber morgen, ich meine, wie soll ich denn die ganzen Betten beziehen? Sie haben das Problem haarscharf erkannt. Und deshalb kennen Sie sicher auch die Lösung. Nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. In meinem Vertrag steht nicht ein Komma davon, dass ich auch die Wäsche machen muss. Wir springen hier alle füreinander ein, wenn es einen Notfall gibt. Und das ist ein Notfall. Das sehe ich auch so. Ja, aber mein Notfall ist, dass ich eine Waschmittelallergie habe, ja? Und ich kriege Beklemmungen in dem Raum. Allein die Dämpfe, ich falle da in Ohnmacht. Wirklich. Ach, ja? Außerdem, wer soll denn die anderen Zimmer machen? Sagen Sie mal, Tanja, haben wir uns schon mal drüber unterhalten, wer verantwortlich für meine grauen Haare ist? Ja, und ich bleib dabei. Steht Ihnen ausgesprochen gut. Ich dachte immer, für die bin ich verantwortlich. Ja, die Hälfte ungefähr geht auf dein Konto. Hildegard, ich danke dir. Du, aber nur für heute. Ab morgen muss ein Ersatz her. Ich bin schon unterwegs. Hildegard. Noch ein Grund, warum ich dich geheiratet habe.
habe unsere Hochzeitsfotos noch mal angeschaut. Das Schönste für unsere Wohnung vergrößert. Es war wirklich ein schönes Fest. Deine Eltern haben damals um die Wette gestrahlt. Ich habe das Gefühl, das ist schon eine Ewigkeit her. Die Fotos von der Hochzeitsreise sind auch fertig. Hast du Lust? Lieber später. Interessiert dich überhaupt, was ich dir erzähle? Entschuldige, das ist nicht mein Tag heute, wirklich nicht. Wegen Maxim? Dein Bruder ist völlig unfähig. Echt, er zeigt null Interesse für die Organisation des Hotels. Ich habe das Gefühl, er will sich überhaupt nicht einarbeiten. Das glaube ich nicht, Alexander. Und von Betriebsführung hat er keine Ahnung. Er muss sich doch erstmal in alles hineinfinden. Ja, dann soll er mir zugucken, von mir lernen. Aber er will das Rad neu erfinden. Also ich glaube, er will dir nur zeigen, dass er sich engagiert. Wenn der hier das Sagen hat, dann sind wir in einem halben Jahr pleite. War es das oder kommt noch was? Frag besser nicht. Ich weiß, Alexander, Maxim ist schwierig, aber... Schwierig? Das hast du jetzt sehr nett gesagt. Ja. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Und ich hatte den Eindruck, dass es ehrlich meint. Und ernst, sehr ernst sogar. Gut. Bitte, Alexander. Dieser Posten ist die Chance für ihn, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Weißt du, wenn er Verantwortung übernimmt, dann wächst er vielleicht mal daran. Hilf ihm dabei. Katharina, dieses Haus muss von Profis geführt werden. Wirklich, ich habe keine Ahnung, was sich deine Mutter dabei gedacht hat. Meine Mutter wünscht sich so sehr, dass aus Maxim was wird. Wir alle wünschen uns das. Gut, meinetwegen. Ich werde ein Plätzchen finden, wo er keinen Schaden anrichten kann. Du sollst ihn ernst nehmen, Alexander. Ich gebe mein Bestes, Katharina, wirklich. Hey, lass uns nicht streiten, ja? Ich mag nicht über Maxim reden. Ha? Willst du jetzt die Fotos sehen? Ja, komm, zeig her. Einen wunderschönen guten Tag. Komm, lass dir helfen. Danke. Du, geht schon. Vielen Dank. Du, hör mal. Meine Tochter hat mir erzählt, was passiert ist. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Gibt Schlimmeres. Was soll denn jetzt aus dir werden? Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. So war das immer bei mir. Sag mal, kommst du jetzt mit Weichspüler? Nee. Eine Kollegin von der Wäscherei ist für lange Zeit krank geworden. Und einer muss sich schnell um die Dreckwäsche kümmern, sonst kommen wir nicht über die Runden. Verstehe, aber das ist doch die Arbeit in der Küche. Ja, heute könnte ich mich wirklich zerreißen. Ach, tu's nicht, ich helfe dir. Was? Das würdest du wirklich tun? Ja, natürlich, ich habe doch jetzt so viel Zeit. Ach, du glaubst gar nicht, was du mir für einen Gefallen damit machst. Heute ist wirklich ein schlimmer Tag. Wir verstehen uns wirklich prima. Es war überhaupt kein Problem, Robert von der Idee zu überzeugen. Also der Kochkurs, das ist wirklich die ideale Marketingstrategie. Er wird bestimmt ein großer Erfolg. Also will ich schwer hoffen. Vor allem bringt er uns endlich mal eine neue Klientel ins Haus. Leute, die ein bisschen Geld liegen lassen. Ich bin stolz auf dich. Ehrlich. Danke. Weißt du, der Job fängt langsam wirklich an mir Spaß zu machen. Und? Kommst du so mit Alexander zurecht? Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen an mich gewöhnen. Naja, so begeistert von deinen Fähigkeiten scheint er nicht zu sein. Hat er sich bei dir ausgeheult, oder wie? Ach, weißt du, das Problem ist, dass wir einfach nicht auf derselben Wellenlänge liegen. Ich befürchte fast, dass er meine neue Geschäftsidee auch nicht so wirklich gut finden wird. Wieso denn? Weiß er nichts davon? Das musste alles schnell gehen. Ich musste spontan entscheiden. Und ich habe ja auch versucht, mit ihm drüber zu reden. Aber der hört mir nie zu. Verstehe. Maxim, du kannst Alexander nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Das gibt Ärger. Aber das hätte ich doch nie gemacht, wenn ich nicht genau wüsste, dass du mir helfen wirst. Du bist unfair. Ach, wieso denn? Komm schon, wenn du mit ihm redest, muss er die Idee doch einfach gut finden. Du bist
ist Alexander seufzend in die Arme gefallen und ihr habt euch versöhnt. Oder warum bist du so glücklich? Ich habe eine Spezialaufgabe für dich. Wieder ein Kochwettbewerb? Besser. Wir halten einen Kochkurs ab für unsere noblen Gäste. Du willst ihn in die Karten gucken lassen? Ja, wir lassen so ein bisschen den Sternenstaub der hohen Kochkunst auf sie niederrieseln. Ja, cool. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass du der Öffentlichkeit mal wieder zeigst, was du kannst. Was wir können. Gut, dann müssen wir uns ein Menü ausdenken. So ein richtig schönes, aber muss einfach sein. Aber es soll raffiniert aussehen und die Gäste sollen stolz auf sich sein. Sehr gut, pass auf. Ich habe in letzter Zeit mal drüber nachgedacht. Ich wollte mal eine Mango-Mandel-Ingwer-Tarte machen. Das würde doch passen, oder? Oder eine Wasserblumen-Cremesuppe als Vorspeise. Genau, das ist... Nee, guck, das ist zu exotisch. Das kann man nicht machen. Quatsch, nein. Unsere Kursteilnehmer, die sollen was geboten bekommen. Gut, gut. Dann fängst du gleich am Anfang mal mit einer Rede an darüber, was man alles falsch machen kann. Ich glaube, zu dem Thema kannst du eher ein Statement abgeben. Ja, aber ich bügel ja meine Fehler danach wieder aus. Aber besser ist es, wenn man sie von Anfang an vermeidet. Das beziehst du jetzt aber nur auf die Küche, ne? Egal. Wir machen das so. Also du lässt da einfach mal den großen Chefkoch raushängen und beeindruckst das gemeine Kochvolk ein bisschen. Und wir zaubern ein 6-Gänge-Menü vom Feinsten. Das wird der Kracher. Wenn du dabei bist, auf jeden Fall. Au. Entschuldigung. Cool. Ich freue mich. An die Arbeit. Storniert? Davon weiß ich nichts. Lassen Sie mich nachsehen, Herr Hauenstein. Ja, tatsächlich. Ja, das kann sich nur um ein Versehen handeln. Ich werde es sofort klären und Sie dann umgehend zurückrufen, ja. Entschuldigen Sie bitte nochmal, ja. Herr Saalfeld? Bitte? Warum um Himmels Willen haben Sie die ganzen Stammgäste storniert? Bitte, was soll ich gemacht haben? Das war jetzt der dritte empörte Anrufer, der sich beschwert hat, dass seine Übernachtungen storniert wurden. Das kann doch nicht sein. Zeigen Sie mal her. Ja, bitte. Frau Richter kommt seit 20 Jahren zu uns, Herr Böhm seit 15 mit seinen Kindern. Das kann doch nicht wahr sein. Wer war das? Zu dieser Zeit findet ein Kochkurs Ihres Bruders statt. Kochkurs? Warum weiß ich nichts davon? Schaut so aus, als ob jemand Platz für die Kursteilnehmer geschaffen hätte. Mir wird schon klar, wer das war. Das war Maxim. Wegen dieser 10%, dieser Idiot. Ich versuche das in Ordnung zu bringen. Gott. Ach, es gibt Tage, da wäre ich lieber gar nicht aufgestanden. Hotel Fürstenhof, Rezeption Sambüchler, was kann ich für Sie tun? Ist dir klar, dass Maxim sämtliche Stammgäste rausgeschmissen hat? Na? Sogar das Ehepaar Bucheimer. Die kommen seit 35 Jahren zu uns. Das verzeihen uns die Gäste nie. Willst du uns ruinieren, oder was? Mach das nie wieder. Oh, Entschuldigung. Von den Umbuchungen wusste ich nichts. Ich habe einen Kochkurs, um den ich mich kümmern muss. Und das ist Arbeit genug. Schön, dass ich auch noch von dem Kurs erfahre. Hast du was dagegen, dass andere Menschen auch gute Ideen haben? Nein, absolut nicht. Ich hasse es nur, wenn sie stümperhaft umgesetzt werden. Gib's zu, du erträgst es nicht, dass du mit deinem Partner zusammenarbeiten musst. Partner? Ich bitte dich, Maxim hat hinter meinem Rücken falsche Entscheidungen getroffen. Das hat doch mit Zusammenarbeit nichts zu tun. Okay, ja, die Aktion ist nicht optimal gelaufen. Eine Katastrophe hat dieser Trottel angerichtet. Noch so eine Aktion und wir stehen mit halbleerem Haus da. Mein lieber Bruder, wenn ihr beide es nicht schafft, euch besser abzusprechen, dann ist das nicht mein Problem. Waschmittelallergie, hat sie das wirklich gesagt? Und dass sie in Ohnmacht fällt, wenn sie hier arbeiten muss. So ist meine Tochter schon immer. Am Anfang bin ich ja selbst reingefallen. Plötzlich hat sie 40 Grad Fieber, habe ich sie natürlich nicht in die Schule geschickt. Ne? Und dabei hat sie das Fieberthermometer nur an die Heizung gehalten. Genau. Woher weißt du das? Na, ich habe ja schließlich selber eine Tochter. Ja, aber eine ganz entzückende. Ja, aber diese entzückende Tochter ist dran schuld, dass du deinen Job verloren hast. Hat auch sein Gutes, sonst könnte ich dir jetzt nicht helfen. Ah, ich bin dir so dankbar. Ohne dich hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Ja, was da noch alles liegt. Und das ist erst ein Bruchteil. Und dabei sind wir schon zu zweit. Uns kommt immer noch was dazu. Ich darf gar nicht an die nächsten Tage denken. Ach, heute ist heute. Ich glaube nicht, dass mein Mann so schnell einen Ersatz für die Wäscherin findet. Warum musst du eigentlich dauernd einspringen? Du hast doch selbst einen Job. Aber wer soll es denn sonst machen? Ich habe die Lösung für dein Problem.
Sie steht vor dir. Ich bin die neue Wäscherin. Du? Ist es dein Ernst? Dich haben sie doch gerade aus dem Hotel rausgeschmissen. Du musst der Herr Saalfeld mal über seinen Schatten springen, oder? Und du meinst, das klappt? Ich meine, das mit dem Schatten und dem Springen und dem Wäscheberg? Erst das Ziel, dann der Plan? Stimmt. Man muss es anpacken, sag ich doch immer. Genau. Also ich finde Roberts Idee total toll. Wir können das aufziehen wie so ein Fest für die Sinne. Weißt du, nicht nur das Menü, also das Resultat wird der Knaller, sondern wir benutzen ganz, ganz feine Zutaten. Und der Teilnehmer kriegt dann so eine Art Warenkunde. Also er lernt sehen und schmecken. Was ist denn los? Ich denke, auf lange Sicht schadet dieser Kurs dem Hotel. Hä? Der Kurs ist ausgebucht und es ist eine richtig gute Publicity. Es ist eine gute Idee, ja. Aber nicht, wenn man dafür die Stammgäste rausschmeißen muss. Wir sind hoffnungslos überbucht. Maxim hat diesen Kurs organisiert und hat mir nichts davon gesagt. Nein. Ja. Ach bitte, das kann doch nicht wahr sein. Ich gehe zu Robert. Nein, bleib hier. Das bringt doch nichts. Robert ist auf Maxims Seite. Warum macht er denn das? Er weiß doch, was er damit wieder lostritt. Nein, ich gehe jetzt zu ihm. Es bleibt doch da. Das hat keinen Sinn. Es gibt eine Möglichkeit. Wenn du mir helfen willst, dann... Würde ich gern, ja. Du bist doch sowieso in der Küche und vielleicht kannst du für mich einfach die Augen und Ohren ein bisschen offen halten. Naja, sag mir halt Bescheid, wenn die beiden was aushecken. Soll ich jetzt für dich den Spitzel spielen, oder wie? Naja. Aber das ist doch geschäftsschädigend. Deshalb muss ihn jemand aufhalten. Kaum gebe ich das Ruder aus der Hand, ist er schon landunter. Lehn du dich mal nicht so weit aus dem Fenster, ja? Wem verdanken wir denn den ganzen Schlamassel hier? Wenn du dich nicht mit Cora eingelassen hättest, dann hätte ich hier ein paar Probleme weniger. Hilliger, da sind Sie ja. Zurück in die Küche, wenn ich bitten darf. Wenn Sie mit dem Gemüse fertig sind, können Sie gehen, vorher nicht, okay? Wie reden Sie denn mit mir? Sie sind ein Schatz. Ich hab's doch gleich gewusst. Ich sag dir was. Du bist immer noch hoffnungslos in Alexander verliebt. Warte, Alexander, dir gegenüber irgendetwas bezüglich dieses Kochkurses erwähnt? Außer, dass er die Idee sehr gut fand, nicht? Warum? Er führt irgendwas im Schild, ich spüre das.